Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Heute stelle ich euch vor den German First Line Smog. Und was German First Line und Patagonia gemeinsam haben, das erzähle ich euch gleich. Viel Spaß. Ihr habt es mit Sicherheit schon mitbekommen. Ey, wir von Prepared, wir lieben Smogs. Smog. Smog. Ein von Smogs. Der Sniper Smog. Recon Smog. Smogs Vision Smogs. Was sehen das Smog ist? Mit einem Smog. Kennt sich schon Multipockets. Und deswegen können wir auch nicht Nein sagen, wenn es was Neues gibt, auch wenn es in dem Fall tatsächlich was Altes ist. Nämlich, wie ich im Intro schon angesprochen, die Port Darwin Jacke von German First Line. Und den stelle ich euch jetzt vor. In meinem letzten Video habe ich euch bereits vorgestellt, was für Optimierungen ich an dem Smog durchgeführt habe, weil er mir, so wie er am Anfang war, gar nicht so gut gefallen hatte. Die Reißverschlüsse haben ein bisschen sehr geklappert. Ich habe den Bund ein bisschen optimiert und ich habe hier diese Knöpfe ein bisschen abgedeckt. Das alles könnt ihr aber im Video euch genau anschauen. Ja, dass ich den Smog jetzt wieder habe, verdanke ich natürlich eBay Kleinanzeigen. Und ich hatte den schon mal. Ich hatte den schon mal und habe ihn verschenkt, weil ich damals dachte, es wäre eine gute Entscheidung. Und es war so wahrscheinlich so 2007, 2008. Auch da hatte ich damals ihn schon gebraucht gekauft. Und jetzt freue ich mich, dass ich ihn endlich wieder habe, weil er doch ein paar Features hat, die ich euch gerne zeigen würde, die andere Smogs einfach nicht haben. Genau, und deswegen stelle ich euch den mal vor. Zunächst, ich hatte es schon angesprochen im Intro, German First Line ist die militärische Schiene des Autoherstellers VD. Gegründet von Albrecht, glaube ich, Albrecht von Drewitz, ein begeisterter Bergsportler, der eine Automarke rausgebracht hat in den 80ern, glaube ich. Schaut euch das gerne mal nach. Ich verlinke die Historie von der Seite einfach mal unten in den Beschreibungstext. Aber das fand ich ganz spannend. Das ist eines der wenigen Outdoor-Marken in Deutschland, die sich dann eben auch um Militärkleidung gekümmert haben. Und die, ich finde, man merkt, dass es eine Outdoor-Marke ist an vielen Details, auch bei diesem Smog und bei den Produkten, die sie sonst so rausgebracht haben. German First Line hatte damals, nagelt mich nicht fest, aber ich glaube letzten Endes eine Winter- und eine Sommervariante. Eine etwas dünnere Jacke, eine etwas dickere Jacke, eine etwas dünnere Hose, eine etwas dickere Hose. Alles mit ein paar Features, die es damals nicht so gab. 2009, und jetzt kommt der Zusammenhang zu Patagonia. Also auch Patagonia hat ja eine militärische Linie mit ihrem Mars-Projekt oder hat auch die PCU-Sachen produziert, heute sehr gesucht. Und hat sich aber von der Firmenpolitik davon abgewendet, noch Sachen fürs Militär herzustellen. Und 2009 war es bei VD genauso. Die Tochter hat übernommen und damit dann gesagt, ah, das passt jetzt nicht mehr so gut zu unserem Firmenkonzept, wie wir uns das vorstellen. Deswegen no military line mehr und German First Line ist seit 2009 nicht mehr vorhanden. Dann stelle ich euch mal den Smog vor. Ich habe nochmal den Saber Special Forces Smog in der Generation 3 mitgebracht. Da werden wir gleich nochmal ein bisschen vergleichen. Aber so von außen her, Flecktarn ist in Ordnung, Smog ist Smog. Aber es gibt schon ein paar Sachen, die direkt auffallen und die will ich euch mal zeigen. Aber zunächst zeige ich euch mal, wie der komplett aussieht. Ihr seht, na, relativ flach und dann Oberarmtaschen klassisch und dann an der Seite zwei Taschen. Vorne zwei Taschen logischerweise, aber auch hinten eine geteilte Wilderer-Tasche. Und das, genau, das ist so, dass ihr das einmal einfach gesehen habt. Tatsächlich gibt es so ein paar Unterschiede, die sofort ins Auge fallen. Und zwar, ich komme mal ein bisschen näher ran und stelle mal direkt die Kamera drauf. Eines der größten Unterschiede und ich finde auch tatsächlich eines der sinnvollsten ist, dass man hier die Brusttaschen, die Blasebalgtaschen weggelassen hat. Man hat nach wie vor die Napoleon-Taschen, kann man reingreifen, jeweils beidseitig. Ja, alle Taschen versehen, nicht wie bei vielen anderen mit Kunststoff, sondern hier mit einer Gewebe-Kurtbandschlaufe, um einfach Sachen daran zu dummy-corden.
Aber man hat hier außen, ja, Doppelreißverschluss und hat hier richtig große Taschen, beiden Seiten. Richtig große Taschen. Und da muss ich sagen, bin ich schwer begeistert, die auch die Funktion einer Belüftung haben. Ihr seht hier dieses Mesh, es geht auch durch. Wir haben hier an den Reißverschlüssen, also keine Reißverschlüsse hier innen, sondern die Belüftung kann man über die Taschen sozusagen regeln. Wofür braucht man das? Das zeige ich euch gleich. So, ich habe mal angelegt hier ein Chest-Trick. In dem Falle das Mayflower Velocity Systems. Einfach mal als Beispiel für ein Chest-Trick. Und ihr könnt sehen, wenn man ein Chest-Trick trägt, ja, dann sind natürlich die Taschen, die normalerweise hier aufgesetzt sind, immer verdeckt. So. Aber hier fehlen einfach die Taschen und ich kann aber trotzdem durch den großen Eingriff in der Seite relativ unproblematisch hier noch reingreifen. Ne? Kann die zumachen. Alles gut, das geht auf beiden Seiten. Ich habe die jetzt mal unten zugemacht. Man kann diesen, dadurch, dass man den Reißverschluss auch verstellen kann, ne, setze ich den jetzt genau hierher. Zack, mach auf. Und komme an die Sachen, die ich in meiner Brusttasche habe, immer noch ran. Und das, finde ich, ist schon mal ein mega Feature. Der einzige Smog auf dem Markt, der das aktuell noch teilt, ist, meine ich, der With Pro Smog, der Stealth Smog, der eben auch nicht diese Brustbalktaschen hat, sondern ebenfalls, ich bin nicht sicher, ob er so groß an der Seite hat oder ob er das anders irgendwie löst. Aber das finde ich schon mal ein sehr gelungenes Feature. Ansonsten, wenn man hier weiter durchgeht, ja, man hat hier eine Aufnahme für Dienstgradschlaufen, die hat man einfach übernommen. Die Oberarmtaschen, relativ unspektakulär, aber sehr sinnvoll. Also auch nicht wie bei vielen anderen Smogs, da ist jetzt nicht viel Gebämsel drumherum, es ist einfacher Klett. Ne? Eine Oberarmtasche, relativ geräumig, beidseitig angebracht, kann man nicht viel sagen. Die Kapuze, ne, auch wieder, wie bei vielen anderen Smogs, verstellbar, hier noch mit einem String, so dass man die wirklich gut anpassen kann und entsprechend geschützt ist, wenn man es denn will. Anders als bei vielen anderen Smogs gibt es hier kein Futter oder kein Liner aus Nylonstoff oder Fallschirmstoff. Und die Begründung ist ganz einfach. Normalerweise ist in dieser Jacke auch mit eingesippt eine Nässe-Schutzjacke. Eine Nässe-Kälteschutzjacke, also einfach einen Nässe-Schutz, den man hier reinziehen kann. Der war bei der Jacke jetzt leider nicht mit dabei. Finde ich sehr schade. Also wer einen in L rumliegen hat, immer gern zu mir schicken. Damit kann man die Jacke natürlich, ich sag mal, windsicherer und auch wasserfester machen. Ich persönlich brauche das gar nicht so, mag es ja auch ganz gerne leicht, ähnlich wie der Smog, den Sascha vorgestellt hat, von Varustelica. Der ist ja auch ganz, ganz leicht gehalten, hat kein Futter oder ähnliches, einfach dann im Sommer wie Winter gut tragen kann. Und das kann man bei der Jacke auf jeden Fall auch. Das nächste sind die unteren Hüfttaschen und die sind ebenfalls klassisch aufgebaut. Also da gibt es nicht viel zu erzählen. Sind gut verarbeitet, haben hier unten noch eine extra Nylonverstärkung, damit da nichts durchgeht. Hier wieder die Sicherungen. Also da ganz, ganz klassisch. Aber jetzt kommt's, nämlich diese Seitentaschen, die sind was Besonderes. Die kann man nämlich einfach absippen. Und sie benutzen, ob man sie braucht oder nicht. Zack, ab. Klettverschluss, unten ist er. Und diese Taschen sind an sich schon mal auf jeden Fall erwähnenswert. Also, sind an sich unspektakulär. Ja. Haben hier einen Riemen, kann man entsprechend weitermachen, enger machen. Und ist, hat so die Größe, man kann Magazine reinmachen, aber ich sehe es einfach als Multifunktionstasche. Man hat hier innen wieder die Sicherung zum Befestigen, an der Seite die Reißverschlüsse, aber damit es nicht so abfällt wie bei mir eben, gibt es hier diesen Aufsatz und der, den kann man aufmachen und dann an die dafür vorgesehene Klettfläche beim Smog befestigen, aber man kann den auch zumachen und hat hier
nochmal die Möglichkeit, die Tasche an einen Gürtel, an einen Koppel zu befestigen und sie dort entsprechend mitzuführen. Das heißt, ich kann die Sachen, die ich im Smog trage, abnehmen, die Taschen abnehmen und einfach an meinen Gürtel mitführen. Ein spannendes Detail, und man sieht einfach, dass hier eine Outdoor-Firma mit am Werk war, ist hier die Art, wie die Schulter gearbeitet wurde. Nämlich hier auf der Schulter selbst ist keine Naht, sondern die ist hier vorne im Vergleich zu den normalen Smogs, sage ich mal, wo die Naht sich dann hier auf der Schulter befindet. Ja, kann man hier sehr gut sehen. Es hat einfach die Begründung, wie bei Outdoor-Jacken auch, dass du eben weniger Druck auf der Schulter hast, keine Reibeflächen, wenn man einen Rucksack trägt. Sehr spannendes Detail. Nachdem wir nun schon verschiedene Arten und Weisen der Wilderer-Taschen kennengelernt haben, von keine Wilderer-Tasche wie beim Sniper-Smog über die normale Wilderer-Tasche beim KSK-Smog bis zu der overengineerten, trennbaren Komplett-Tasche hier beim Special Forces-Smog, haben wir nun hier eine Wilderer-Tasche, die ähnlich wie beim Sniper-Smog als doppelte Tasche gearbeitet ist, aber auch hier ein paar nette Details einfach zu finden sind. Ich mache das jetzt mal auf, und hier kann man sehen, einmal eine komplette Tasche, allerdings kleiner als hier nebenan bei dem Special Forces Smog, aber auch hier kann man einfach mit einem Reißverschluss die halbieren. Zack, und man hat zwei Taschen. Spannendes Konzept. Innen tatsächlich nichts Spektakuläres. Man kann das Herstellerlogo sehen. Übrigens ganz spannend. Ja, ganz eindeutig am Einzelkämpferabzeichen der Bundeswehr orientiert. Man sieht hier, dass die Mesh-Innentaschen und ansonsten eben nicht wie bei den vielen anderen Smogs, dass man innen noch eine Tasche hat. Und das ist einfach dem geschuldet. Man kann es hier an dem Reißverschluss sehen. Da wird eigentlich das Innenfutter eingesippt und das würde natürlich eine Tasche dort ad absurdum führen. Es fällt auf, der besonders helle Stoff. Es ist ein dünner Ripstop-Stoff, der hier entsprechend verwendet wird. So viel zur Port Darwin Jacke, dem German First Line Smog. Ich finde, es hat ein paar gelungene Details, der einen einfach unterscheidet, und deswegen war ich so heiß drauf, ihn euch vorzustellen. Ich finde es eine schöne, gelungene Jacke. Ich habe schon ein paar Negatives gehört, auch in den anderen Rubriken. Sie können Knöpfe schnell abreißen, dass die Verarbeitung nicht so gut ist. Das wird sich zeigen. Ich finde, es ist ein sehr guter Sommersmog, weil er einfach sehr leicht ist. Im Vergleich zu dem Special Forces Smog, den ich schon gezeigt habe, in dem Video. Wenn ihr Fragen habt, immer in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, da freuen wir uns besonders. Und wie immer, geht raus und macht was, und bis zum nächsten Mal. Ciao.